So. So, können wir jetzt vielleicht den Edelstein abgeben? Ich hätte vielleicht doch die F-Tags nehmen sollen. Oh, was ist denn hier los heute? Einer wird von den F-Tags niedergestreckt, der andere. Oh oh. So, das könnte dann gleich ein Problem werden, weil der gräbt hierher. Und das will ich nicht. Das will ich einfach nicht. Ich will euch natürlich auch noch ein paar andere Levels zeigen, die wir machen können. Wie gesagt, es gibt da Strandlevel noch, Eislevel, Berglevel, Waldlevel, diese Mountie, ja, diese, was ist das, Rockslevel da mit verschiedenem Geröll. Und die sehen alle extrem hoch. Was macht der denn da jetzt? Wieso suchen? Ach so, weil er Langeweile hatte. Ja, wir kommen runter in die Höhle. Das ist doch schön. Und hier steht schon wieder ein Ei. So, der hat uns natürlich jetzt schon bemerkt. So, da graben wir jetzt runter und da werden wir uns jetzt die Janits gleich erstmal kredenzen. Du mit deinen Kredenzen! Oh oh! Jetzt haben wir gleich ein Problem. Warte mal, den prügeln wir gleich mal weg hier. So, wie ihr schon gesehen habt, die Schatzgräber prügeln sich untereinander. Okay. Der hat sich wegteleportiert. Gut so. So, der hat Langeweile. Naja, der kann. Na, dann können wir nochmal einen Auftrag geben. So, das ist natürlich immer die Schwierigkeit bei dem Spiel. Halt! So, wir graben jetzt Richtung Janiz. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh. Ich habe auch keine richtige Stuhlkissen. So, können wir jetzt. Ja. Oh, für 25. Toll. Bei dem F-Tag. Natürlich. Aufs Maul oder was? Mann, 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 ey. Diese Rubinen sind einfach Ramsch. So, der geht, der kann jetzt wieder reinlaufen. Huch, nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Beinahe hätte ich das verpasst. Muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist immer so die Schwierigkeit. Der Computer kann alles lenken, ich nicht. Weil ich bin ein Human. Und wir können nochmal finden. Juhu, ein Smaragd. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich da rechtzeitig hochgrabe. Können wir nicht ganz hoch, 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 hoch. Hallo, hallo, Hilfe, Hilfe. Und nochmal einen Schluck Bier. Ich trinke kein Bier. Kaffee. So, das wird was. Das wird was. Sehr schön. Also jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass der Skelett uns nicht bemerkt. Wir schleichen uns quasi vorbei. Und klauen den Janit. So, damit sind wir der Sache schon extrem nah. Und draußen tobt gerade ein Gewitter. So richtig gruselig. So, jetzt klauen wir uns noch die Huch, die anderen Janits. Nee, das muss ich jetzt mal aufpassen, nicht, dass ich. Hier ist doch das Ei. Nicht, ich möchte da nicht reinlaufen. Auch wenn ich es euch gerne zeigen möchte, ich möchte da nicht einfach nicht reinlaufen. So, wir bringen jetzt erstmal den Smaragd weg. Und den Nianit. Der gibt's immer für 140, egal wo ich ihn verkaufe, auch bei dem F-Tag. So, wie man sieht, wir sind jetzt schon bei der Hälfte angekommen. Und wir brauchen jetzt noch 300, um diese Zone zu schaffen. Wenn wir die Zone geschafft haben, können wir uns einmal die Karte schön angucken. So quasi ein Kartenscreening machen. Ah. Halt, hast du genug Energie? Alter, die Quarios, die stärksten, lassen sich von den F-Tags kaputt schlagen. Das gibt's doch. Ja. Ja, natürlich. Ja, und hau mir auf die Fresse, ihr kompletten, tumpen Kreaturen. So, ich grab jetzt runter. Ja, davor, ich weiß, davon liegt ein Edelstein, aber die können nicht genug, also die können, glaube ich, bis zu 5 Gegenstände nehmen und ich möchte die beiden hier nichts einsacken. Oh, da ist nur ein Ei. Wunderbar. Und da ist ein gefluteter Tunnel mit einem Schleusentor. Könnten wir jetzt wegsprengen, macht aber absolut keinen Sinn. Das muss ich aufpassen, dass ich nicht in das Ei reinspringe. So, und die beiden hier nichts, die holen wir uns jetzt. Perfekt! Wie geil! Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal jemals geschafft habe. So, wie man sieht, ja, unsere Lebensenergie lässt zu wünschen übrig. Ja, das geht auch nicht. Müssen wir erstmal runtergraben hier. Das macht die Sache ein wenig knifflig in schwereren Levels, weil manchmal hat man nicht immer Gelegenheit, gleich zu buddeln. Da muss man sich erst eine geeignete Stelle suchen. Und wenn man dann Kreaturen hat, die, die, was wollte ich hier sagen?
Ja, Zone wurde gewonnen. Wuhu. Also die nicht sich schnell aufladen können, so wie die Corios, dann sitzt man echt manchmal in der Patsche. Ich habe mit diesen Grablingen ab und zu echt in der Patsche gesessen. So. Und wir haben unsere erste Zone gewonnen. Sie haben das Geld. Spielzeit 16 Minuten. Besitz 0 Kapital. Das ist nachher, wenn wir irgendwas haben, hier ein Lore oder was weiß ich. Wir müssen 65 Todessteuern zahlen und 120 Lohn. Ein Hungerlohn. So, wir haben 385 in der Bank. Was das auch mal heißt. 2% beendet das Spiel. Und wir brauchen noch 16.115 Zorux zum Sieg. Also Zorux ist die Währung. Also erforderlich werden, glaube ich, 1.000. Ich verstehe das alles nicht. Okay, jetzt können wir halt den Kartenmodus gucken und uns die Karte angucken, was wir alles gemacht haben, was der Gegner alles gemacht hat. So, der hat natürlich zwei Engel. Und ich muss dazu sagen, der Gegner hat immer Chancen, besser zu graben als wir. Dafür haben wir nicht immer, wie gesagt, die Chance zum Graben. Und hier ist diese überflutete Wasserhöhle. Da wären wir eh nie hingekommen. Aber auf der Karte können wir das nachgucken. Ich glaube, runtergraben hätten wir auch nicht mal können. Aber doch, da wäre es gewesen. Das ist natürlich für die ganz brutalen Schatzgräber unter euch. So. Huch. Da ist noch die Höhle. Ja, da waren wir drin. Das Skelett ist immer noch da drin. Okay, wir bereiten uns mal auf zur nächsten Level. Wir könnten jetzt theoretisch, huch, noch speichern. Ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt geht. Auf dem Emulator, Mojo, ich glaube, da müssen wir eher safe staten. Ja, wir müssen eher safe staten. Ja, und wir können uns jetzt, wir haben jetzt ein bisschen weiter, wir können uns jetzt ein paar neue Levels aussuchen. Ja, welche sollen wir denn mal nehmen? Wir nehmen einfach mal ein Strandlevel. Sie sind fertig, gehen Sie nun. So, wir haben jetzt eine Strandlevel, eine Lagunenlevel. Und wir kommen noch recht billig weg. Und wie man hier sieht, gibt es auch verschiedene Lebensformen. Oh, und wir haben gleich als Nachbarn die Habiche. Ja, die können sich beim Teleportieren, oder sie können sich teleportieren, ohne dass sie Gesundheit verlieren. Wir verlieren ein klein wenig Gesundheit, wenn wir uns teleportieren. Und wie man sieht, ist es schön gelb hier. So, und wir haben auch. Huch, jetzt komme ich gegen das Mikrofon. Wir haben auch nicht allzu viele Möglichkeiten zu graben, wie man sieht. Im Gegensatz zu den Habichen wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich zwei. Ah, der Gegner kommt da hoch. Auf jeden Fall haben die zwei. Man kann nicht scrollen. Deswegen muss ich immer mich an den Tieren orientieren. So. So, wir brauchen jetzt wieder nur 600 zum Sieg. Also eine recht kleine Level wieder. Ohne irgendwelchen viel Schnickschnack. So, hier könnte man theoretisch noch Sprengstoff hinlegen und den unseren eigenen Tunnel hier sprengen, aber das bringt gar nichts, weil wenn wir uns selber vernichten, macht das keinen Sinn. Wir können die Level übrigens auch abschließen, indem wir rüberhüpfen zum Gegner. Und uns, ja, auf ein Handgemenge einlassen. Aber das auch ist nicht der Sinn des Spieles. Ich habe das Spiel mal durchgespielt anhand. Aufgrund dieser Tatsache, dass ich mich durch die Gegend geprügelt habe, dass ich den Gegner Fallen gestellt habe. Aber wie gesagt, das ist nicht Sinn. So, ich hoffe, er gräbt jetzt nicht in den Tunnel. Nein, das funktioniert nicht. Das hat noch nicht funktioniert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht das Wasser anbohrt oder anbohren kann. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. So, hier herrscht wieder Langeweile. Na, so. Du kannst dich doch an den Schädel hier vorbei graben. Und es ist auch keine Schwerkraft-Engine hier für die Gegenstände. Die bleiben einfach in der Luft stehen. Also können wir uns getrost drumherum graben. Das macht einfach nichts. Oder untertunneln vielmehr. So, da herrscht schon die Langeweile. Nein, das Wasser kommt nicht runter. Wir könnten es, wie gesagt, wegspringen. Wenn jetzt der Gegner hier wäre, hätte ich natürlich schon Sprengstoff hingesetzt und den Tunnel einmal richtig schön durchgespült. Aber das lasse ich auch jetzt. So. Da ist noch ein Arbeit. Huch! Entschuldigung. So. So, da hat jemand noch Diamanten gefunden. Ah, warte mal, wir können mal. Wir sollten auch das tiefe Graben, wie die es hier machen, möglichst vermeiden, weil, wie gesagt, desto tiefer wir stürzen, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben oder einer von unseren Schatzgräbern drauf geht. Das wollen wir ja nicht. Deswegen immer schräg nach unten oder geradeaus oder wie es auch mal passt. So, hier herrscht schon wieder allgemeine Langeweile.
finde, das wäre auch mal zwischendurch für ein Online-Match gar nicht mal so schlecht. So ein Büro, falls mal Mittagspause oder so ein kleines Match, so mal Diggers eben zocken. Wäre geil. Aber gibt's, wie gesagt, alles. Damals gab es sowas nicht. Geschweige denn irgendwie online. Wäre schon geil, so randome Welten. Absolut. Bei diesem Spiel ein Dauerbrenner. So wie Terraria oder so. Oder Minecraft halt, ne? So, die habe ich hier, waren ein bisschen nachlässig. Da oben nicht noch Gold. So, wir graben uns jetzt einmal hier runter. Ich will ein bisschen Unruhe da unten stiften in dem Tunnel von den Habichen, weil die sind relativ schwach. Wenn jetzt das die Zwerge wären, ich weiß, das habe ich bei den anderen Gegnern auch schon gesagt, relativ schwach. Wenn das jetzt diese Grabdinge wären, die Zwerge, dann könnten wir eine richtige Hucke vollhauen. So, und wie man sieht, hat der Gegner auch schon unvorteilhaft gegraben. Ich weiß gar nicht. Der wartet hier 1, 2, 3, 4 nur. Das heißt, irgendwo anders ist noch ein Tunnel, wo die sich reingraben können. Ach, die Steine machen meinen Plan irgendwie ein wenig zunichte. Schade, schade. So, hier ist Schlangenweile. Mal schon trinken. So, was mache ich denn jetzt? Ich grab hier längs. Ich grab hier durcheinander. Meine Tunnel haben überhaupt kein System. Hatten sie noch nie. Aber ich glaube, das ist gerade das Geile gewesen. So. Das Geile ist, die habe ich hier. Wenn die Langeweile haben, legen die sich ab und zu mal hin zum Pennen. Das ist echt ärgerlich, aber ja, habe ich ja halt. Sie lassen sich leicht ablenken. Das heißt, wenn sie irgendwie ein Edelmetall sehen oder so, nehmen sie das sich gerne mal einfach so weg, ohne dass der menschliche Spieler darauf Einfluss hat. Und ich glaube, das macht auch die Schwierigkeiten aus. Ich glaube, dass mit den Grablingen, die können zwar schnell graben, aber es ist nicht unbedingt die einfachsten. Ich glaube, die F-Tags ist die leichteste Stufe. Wie gesagt, relativ schnell graben können sie. Die zweitschnellsten sind sie neben den Grablingen und sie können sich halt energiemäßig extrem schnell aufladen. Und hier mit den Stiegern, ja, weiß ich nicht. Das ist ja so ein Zwischending. Lahmarschig ohne Ende. Aber wir kommen ja gut voran. Mit unserem Tunnelsystem hier. Ja, das sieht doch schön aus. Schön, 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 schön. Und es ist jetzt gerade abends bei mir und ich höre es donnern. Und wenn ihr das alles seht, ist es schon morgens. So. Ich weiß gar nicht, ob man daraus ein gutes Let's Play machen könnte, weil man kann ja viel sabbeln bei dem Spiel. Ach, ich wollte da jetzt hin und das hat jetzt nicht funktioniert. Scheiße. Na, dann graben wir uns mal wieder runter. Mal gucken, ob ich irgendeine Höhle finde. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß, ich kenne das Spiel nun auswendig. Außer die Maps, die vergisst man immer wieder. Und ich weiß gar nicht, das Spiel spiele ich, glaube ich, zum tausendsten Mal. Auch wenn ich jetzt nicht mehr kenne. Über die Jahre hinweg habe ich es immer wieder gespielt. Und ich spiele es immer wieder gerne. Einfach, es ist mein Lieblingsspiel einfach auf Amiga gewesen, auf meinen C32. Und damals 1993, ich glaube, ich habe den C32 94 bekommen. Ich habe das Spiel stundenlang gespielt, jedenfalls solange ich durfte. Jeden Tag aufs Neue. Und ich muss mal eben, glaube ich, Scheiße, es riecht draußen Ström. Ich muss mal eben die Fenster zumachen. Ihr passt auf die Schatzgräber auf. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Einen Moment. So, schön aufgepasst habt ihr. Im Wohnzimmer hat sich schon eine kleine Pfütze gesammelt. So, und die haben hier Thaddäus Tentakel ausgegraben. Und die haben etwas wenig Energie, wie ich sehe. Das heißt, ich weiß nicht, ist er da runtergefallen? Keine Ahnung, das wisst ja nur ihr. Oh, eine Höhle! Eine Höhle! Juhu! So. Was sind denn noch diese anderen Knöpfe hier? Hier dieser Knopf, damit können wir, wenn wir Gegenstände haben, das heißt Boote, Sprengstoff, können wir die damit anklicken, egal wo die gerade liegen.
Hier können wir sehen, was unsere Schatzgräber haben. Ich bin aus der Puste.